Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Bäuerinnen und Bauern, werte Gäste, ich darf Sie ganz herzlich hier von der Internationalen Grünen Woche in Berlin grüßen, darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Forum Carbon Farming, Scheinriese oder Schlüssel zur Klimaneutralität. Ja, das ist eine spannende Frage. Und ich hoffe, dass wir hier heute weitere Erkenntnisse, auch im Hinblick auf die Antwort des Titels, bekommen werden. Wir haben ein bisschen technische Probleme, deshalb fangen wir anders wie gewohnt an. Und der Regisseur hat zu mir gesagt, wie lange reden Sie? Ich habe die Gegenfrage gestellt, wie lange brauchen Sie, wie lange muss ich reden, bis Sie wieder hochgefahren haben. Ich versuche die Zeit aber nicht zu überbrücken, indem ich Ihnen eine Geschichte erzähle, sondern ich versuche ein Stück weit tiefer in das Thema einzutreten. Ja, Klimawandel, Klimaschutz, Klimaresilienz, das sind Kernthemen, die wir intensiv diskutieren müssen. Der Klimawandel ist angekommen. Wir Landwirte spüren den. Die Witterung hat sich verändert. Im Obst, Gemüse, im Weinbau ist beispielsweise durch das frühere Frühjahr das Risiko, dass wir Schäden erleiden durch Spätfröste, gewaltig angestiegen. Wenn man die letzten Jahre anschaut, dann sind die Witterungsperioden länger geworden, also Trockenheit, Hitzeperioden, Hochdruckperioden. Oder aber, wenn ich 2021 zurückschaue, auch Perioden mit starken, heftigen, unwetterartigen Niederschlägen. Damit die Entwicklung nicht sich so in diesem Tempo fortsetzt, müssen wir weitere Maßnahmen ergreifen. Und das sind Maßnahmen des Klimaschutzes. Und das heißt natürlich im Speziellen auch Reduktion der Emissionen. Wir sind, es ist das Gebot der Stunde, hier deutlich besser zu werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir klimaresilienter werden. Das heißt, wir müssen auch mit veränderten Klimabedingungen umgehen, gerade auch in der Landwirtschaft, durch eine Veränderung der Fruchtfolge, durch veränderten Anbau von Kulturen und durch den Anbau von widerstandsfähigeren Kulturen. Ja, uns Landwirte, die Bauern und Bäuerinnen, aber auch uns im Berufsstand treibt dieses Thema Klimawandel schon länger um. Wir haben uns vor 15 Jahren schon mit Klimaschutz beschäftigt, 2018 unsere Klimaschutzstrategie 2.0 veröffentlicht, mit eigenen Emissionsreduktionszielen. Und da kann ich einen Erfolg melden. Wir sind gut unterwegs. Wir erreichen unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben bis 2025, bis 2030, was die Reduktion von Emissionen anbelangt. Und wir haben auch in unserem Klimastrategiepapier natürlich Lösungsansätze aufgezeigt. Das sind Mulchsaatverfahren, Direktsaatverfahren, das direkte Einbringen von organischen Nährstoffen in den Boden, um Emissionen zu reduzieren, Abdeckung von Güllebehältern und vieles mehr. Und ein Punkt ist natürlich auch dabei, das Thema Carbon Farming, Kohlenstoff senken durch entsprechende Bodenbearbeitung, durch Humusaufbau. Haben wir ja auch ein vom BML gefördertes Humusprojekt, das wir gemeinsam mit Bölf auf den Weg bringen, dieses Projekt durchführen, um eben dann auch Erkenntnisse zu bekommen, wie wir den Humusaufbau in unseren Böden verbessern können, um damit dann eben auch Kohlenstoff speichern zu können. Hierzu ist natürlich wichtig, dass wir auch zukünftig auf Mulchsaat, Direktsaatverfahren, Strip-Till-Verfahren zurückgreifen können. Das ist ein Stück weit ein Schlüssel dafür.
Wir brauchen natürlich auch dann entsprechende finanzielle Begleitung. Das heißt nicht Förderung, nein, Klimaschutzmaßnahmen, die müssen sich wirtschaftlich rechnen, die müssen zum Geschäftsmodell werden. Was den Emissionshandel anbelangt, da passt Landwirtschaft aufgrund der Komplexität nicht wirklich rein. Das heißt aber nicht, dass man die ökonomische Seite außer Acht lassen kann. Nein, im Gegenteil, hier brauchen wir Anreize und Modelle, sodass sich dieser Klimaschutz auch für die Landwirtschaft lohnt. Und ein Punkt, der wird politisch im Moment kontrovers diskutiert, das ist auch das Thema Biokraftstoffe. Wenn man Emissionsreduktionsziele erreichen will, dann, das ist zumindest unsere Einschätzung im DBV und anderer Bioenergieverbände, dann braucht man hierzu auch Biokraftstoffe, die in der Erzeugung nicht nur Kraftstoffe liefern, sondern am Ende auch über die Verwertung, über den Tiermagen hochwertiges tierisches Eiweiß, das wir für eine ausgewogene Ernährung brauchen. Ich meine hier nicht nur Fleisch, sondern Butter, Käse, Milch, Joghurt, Quark. Sie kennen die ganze Palette. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um die Frage Carbon Farming. Ist es ein Scheinriese oder ist es der Schlüssel zur Reduktion von Klimaemissionen? Spannendes Thema, eine spannende Frage. Und vor allen Dingen, und das möchte ich nochmal betonen, eine riesige Herausforderung für uns als Menschen. Wir müssen den Klimawandel, die Erderwärmung reduzieren. Wir müssen klimaresilienter leben. Das ist vordringlich und das muss dann natürlich auch in Kontext mit der wichtigen Ernährungssicherung gebracht werden. Und das heißt für mich auch ein Stück weit eine effizientere Lebensmittelerzeugung mit entweder gleichendem Input bei höherem Output oder sinkendem Input bei gleichem Input. Viele Fragen, die wir heute sicherlich nicht alle beantworten können, aber ich bin mir sicher, dass wir weitere Erkenntnisse bei dieser großen Frage, wie stoppen wir die Erderwärmung oder reduzieren wir sie, wie erreichen wir unsere Klimaneutralität in 2045, dass wir hier weitere Impulse auf dem Weg dahin bekommen. Nochmals ein herzliches Grüß Gott hier aus Berlin, hier an Sie, die Sie in Präsenz zuhören, dabei sind und an Sie, die Sie von außen zugeschaltet sind. Ich freue mich auf eine interessante Veranstaltung. Das sind wir. Vielen Dank, Herr Ruckwied. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite an diejenigen im Saal und die uns zugeschaltet sind und im Stream uns zuschauen. Mein Name ist Bernhard Krüsken und ich habe die Aufgabe, Sie durch die nächsten anderthalb Stunden zu bringen. Und die Aufgabe ist insofern herausfordernd, als dass wir viele Diskutanten, viele Referenten haben, viel Inhalt transportieren müssen in kurzer Zeit. Und deshalb wollen wir das jetzt kurz und kompakt machen. Alle reden über das Wetter, wir wollen über das Klima reden. Und wer die gängigen Klimamodelle kennt, der weiß auch, dass wir so etwas wie das 1,5-Grad-Ziel nur dann erreichen können, wenn wir auch über Kohlenstoff senken und über negative Emissionen reden. Und wenn Sie mal die großtechnischen und industriellen Lösungen zur CO2-Speicherung oder zur Sequestrierung weglassen, dann bleibt nur die CO2-Speicherung in Landnutzungssystemen, in Land- und Forstwirtschaft. Und das soll unser Thema sein. Wie gehen wir heute damit um? Wir möchten beginnen mit zwei Impulsen. Und ich darf zuerst begrüßen den ersten Impulsgeber, der uns zugeschaltet ist aus Brüssel, und zwar es ist Christian Holz, Leitner von der Europäischen Kommission. Er ist Leiter des Referates ich hoffe, ich formuliere das richtig, Herr Holz, Leitner, Land Economy and Carbon Management, ja, darf man das so nennen. Also die Kommission ist hier auch an dieser wichtigen Baustelle für den Klimawandel dran. Und ich begrüße Sie ganz herzlich hier in dieser Runde.
Und bevor Sie beginnen, Herr Holzleitner, noch ein Hinweis an das Publikum. Wir haben die Möglichkeit für diejenigen, die zugeschaltet sind, Ihre Fragen zu dieser Veranstaltung über das Ihnen, glaube ich, bekannte Tool Slido hier in die Veranstaltung hineinzugeben. Und Herr Holzleitner kann nicht die ganze Zeit dabei sein. Also wenn Sie spezielle Fragen zu seiner Präsentation haben, feuerfrei geben Sie das jetzt schon in Slido rein. Wir drehen dann nach Ihrer Präsentation eine kurze Runde. Herr Holzleitner, the floor is yours. Hallo, grüß Gott aus Brüssel. Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein kann, wenn auch nicht in Person. Wie schon angesprochen, auch von Herrn Buckwied, wir haben in der Klimapolitik dieses große Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Dazu müssen wir signifikant unsere Emissionen reduzieren. Und da sind wir auf einem guten Weg. Die erneuerbaren Energien, Solar, Wind, sind ja inzwischen sehr kostengünstig und wir haben wirklich einen großen Rollout hier in den letzten Jahren oder in diesem Jahr. Aber wir werden es nicht schaffen, alle Emissionen bis 2050 zu reduzieren. Wir werden noch Emissionen in der Schwerindustrie haben. Aber natürlich, auch weil wir auch in 2050 ernähren, müssen aus der Landwirtschaft, aus der Viehzucht, aus der Nutzung von Düngemitteln. Um also zu dieser Null zu kommen, müssen wir auch viel besser werden, CO2 aktiv aus der Atmosphäre wieder herausnehmen und einzuspeichern. Und da haben wir grundsätzlich drei Möglichkeiten. Wir können das CO2 herausnehmen und geologisch wieder einspeichern, also zum Beispiel in den leeren Gasfeldern der Nordsee. Ein Beispiel dafür, das wir auch von der EU aus den Einnahmen des Emissionshandels fördern, ist das Fernwärmewerk in Stockholm. Das wird mit Biomasse betrieben. Und da ist die Idee, eben das CO2 aus den Abgasen herauszunehmen und dann unter die Nordsee zu geben. Und hier ist der große Vorteil eben die permanente Einspeicherung über Jahrhunderte. Der zweite große Hebel ist Carbon Farming, also die Einspeicherung in Wäldern, in Böden. Hier sind natürlich ganz klar die Vorteile, die Synergien mit Klimaresilienz, mit Biodiversität, also eine größere Bodenfruchtbarkeit, eine bessere Resilienz gegen die Einflüsse des Klimawandels, die wir ja immer mehr verspüren. Was natürlich hier die Herausforderung ist, ist, dass eine Einspeicherung über Jahrhunderte nicht so leicht möglich ist. Es gibt immer Naturereignisse, es gibt Veränderungen in den Pachtverhältnissen und so weiter. Also das ist hier etwas, was wir managen müssen. Und wir schauen uns verschiedene Aktivitäten hier an. Denken wir an Agroforstwirtschaft, Wiedervernässung von ausgetrockneten Mooren, wo wir ein sehr großes Potenzial für die CO2-Einspeicherung haben, plus den Benefits für Biodiversität. Haben wir natürlich auch Humusaufbau. Hier ist die CO2-Einspeicherungskapazität ein bisschen mehr beschränkt, aber auch wieder die Pro-Benefits, die wir hier haben für Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität. Und der letzte große Bereich ist die Einspeicherung in die langfristige Einspeicherung in Produkten. Also denken wir zum Beispiel an Baumaterialien. Holzbau ist ein ganz großes Thema, wird noch ein größeres Thema werden. Also wie können wir unsere Gebäude auch wirklich zu CO2-Speichern umbauen? Also es gibt hier über alle diese Aktivitäten eine sehr große Verbindung zur Bioökonomie und sehr große zukünftige Geschäftschancen, Möglichkeiten. Und die möchten wir unterstützen. Also wir möchten hier jetzt neue Finanzierungslösungen, Geschäftsmodelle unterstützen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, klimafreundlicheren Bioökonomie. Und unser erster Schritt dazu ist jetzt unser Vorschlag für die Zertifizierung von Carbon Removals, also vom Kohlenstoffabbau, Kohlenstoffsenken, der Einspeicherung. Diesen Vorschlag werden wir dieses Jahr mit Parlament und Rat diskutieren. Und was ist die Idee? In diesem gesetzlichen Rahmen legen wir vier Qualitätsprinzipien fest. Quantifizierung, Additionalität, langfristige Einspeicherung
und Nachhaltigkeit. Basierend auf diesen vier Prinzipien möchten wir dann gemeinsam mit einer Expertengruppe spezifische Methoden entwickeln, aufgrund derer dann die Zertifizierung ablaufen kann. Und hier möchten wir dann eben auch sehr stark auf bestehende Zertifizierungssysteme zurückgreifen, wie zum Beispiel in der Biolandwirtschaft oder auch die Zertifizierung unter der Erneuerbaren Richtlinie für nachhaltige Bioenergie. Und ich glaube, diese Zertifizierer sind da auch sehr, sehr gut platziert, um eben zusätzlich auch diese Kohlenstoffeinspeicherung darzustellen und abzubilden. Vielleicht ein bisschen, was ist die Herausforderung jetzt bei der Zertifizierung, gerade im Bereich Carbon Farming? Das Erste und das Wichtigste ist die Quantifizierung. Also wie viel Kohlenstoff wird jedes Jahr eingespeichert? Wie ist die Kohlenstoffbilanz eines Betriebes? Und da ist es natürlich essentiell, dass wir die Möglichkeiten von Erdbeobachtung mit unseren Copernicus-Satelliten vollständiger ausschöpfen, dass wir es schaffen, sozusagen in jedem landwirtschaftlichen Betrieb darzustellen, okay, was ist deine Kohlenstoffbilanz und wie kannst du die verbessern? Die Frage der Bodenproben, wo ich auch glaube, dass es hier auch noch sehr viel Potenzial gibt, zu günstigeren Methoden zu kommen. Also das ist natürlich sehr dynamisch und ich würde hoffen, dass wir in 4-5 Jahren hier wirklich ein kompetitives Monitoring anbieten können. Und das wird natürlich essentiell sein für den langfristigen Rollout von Carbon Farming. Dann das Prinzip der Additionalität. Ja. Das ist natürlich sehr interessant für alle, die in diesen Bereich hier investieren wollen, seien es öffentliche Geldgeber oder private. Man möchte natürlich sozusagen diejenige Kohlenstoffeinspeicherung fördern, die über den Marktdurchschnitt hinausgeht. Also dann unsere Idee ist, eine sogenannte Baseline festzulegen, die auf dem Marktdurchschnitt beruht. Und auch hier setzen wir sehr stark darauf, dass wir in 4 oder 5 Jahren wirklich einen Überblick haben über die durchschnittliche Kohlenstoffeinspeicherung auf bestimmten Böden unter diesen Klimabedingungen und wir hier auch wirklich sehr günstig dann diese Benchmarks liefern können und das auch einfach zur Implementierung ist. Und wenn man so einen marktbasierten Benchmark, Baseline hat, dann hat man natürlich auch sehr gute Anreize, weil auch die jetzt schon was machen, dann auch zukünftig dafür entlohnt werden. Also es geht wirklich darum, sozusagen die zu entlohnen, die mehr als im Marktdurchschnitt machen. Dann eben sozusagen die Frage der langfristigen Einspeicherung. Natürlich möchte man, dass der Kohlenstoff so lange wie möglich eingespeichert wird, weil sich landwirtschaftliche Betriebe dazu verpflichten, das über 100, 200 Jahre zu machen. Das wäre natürlich super. Könnte man vielleicht machen, wenn man einen Naturpark macht oder eine Fläche aus der landwirtschaftlichen Produktion herausnimmt. In den meisten Fällen wäre das aber wahrscheinlich eine Eintrittsbarriere, eine sehr große. Also müssten wir hier mehr auf kurzfristige Verträge schauen. Auch wieder hier würde ich vielleicht eine Parallele zur Biolandwirtschaft sehen. Auch dann die Frage nicht vom Pächter wechseln und so weiter. Wie kann das hineinpassen? Also hier würde ich vielleicht Verpflichtungszeiträume von 10 bis 15 Jahre sehen. Wenn wir auf solche kurzfristigen Verträge gehen, ist es natürlich wichtig, klar zu sein, wenn das Zertifikat abläuft, ist es nicht mehr gültig. Man kann also keinerlei Claims mehr dann damit machen, dass man klimaneutral ist oder was auch immer. Da müssen wir natürlich sehr, sehr genau darauf aufpassen, um jegliches Greenwashing zu vermeiden. Und dann das letzte Kriterium, Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil sich hier gerade Carbon Farming dann wirklich sozusagen einen Vorteil verschaffen kann gegenüber permanenter Einspeicherungsmethoden, weil das etwas ist, was Investoren, glaube ich, wirklich sehr valuieren, ist, okay, ist das eine Lösung, sondern die gut ist fürs Klima, aber auch für die Biodiversität. Und hier möchten wir eben auch die Möglichkeit bieten, das entsprechend darzustellen. Ich glaube, wenn wir das gut schaffen, können wir auch über sehr vernünftige Preise für die Einspeicherung reden, die auch
im Niveau des derzeitigen Emissionshandelspreises liegt, also um 70, 80 Euro. Und das wäre eben ein Sinn unserer Initiative, dass wir in diese Richtung hinkommen, also hochqualitative Kohlenstoffeinspeicherung, die auch ein entsprechendes Einkommen bringt. Und man muss natürlich auch hier ehrlich sein, das wird ein Zusatzeinkommen für die landwirtschaftlichen Betriebe sein bei 10-20% mehr. Und das kann nie und nimmer sozusagen die Einnahmen aus der Produktion von Nahrungsmitteln und Biomasse ersetzen. Sozusagen, das ist für uns wirklich der erste Schritt und das möchte ich sehr betonen. Also wir sind sozusagen auch hier in einer Start-up-Phase. Wir möchten die Pilotprojekte, die jetzt bereits existieren, unterstützen. Wir möchten mehr Landwirtschaft, einen Anreiz für mehr landwirtschaftliche Betriebe anbieten, hier einzusteigen. Wir möchten ein Zertifizierungsverfahren anbieten, das sowohl für staatliche Finanzierung als auch für private Finanzierung geeignet ist. Aber ich möchte auch sehr klar sein, das ist nicht sozusagen ein abschließendes, umfassendes Policy Design für die nächsten Jahrzehnte. Das ist ein erster Schritt. Das ist ein Tool für Monitoring, Reporting und Verification. Darauf aufbauen müssen wir uns die nächsten Jahre unterhalten, sozusagen, wenn wir wirklich einen Rollout von Carbon Farming nach 2030 haben wollen und hier wirklich unsere Senkenleistung massiv erweitern wollen, dann müssen wir natürlich über die Rolle der gemeinsamen Agrarpolitik reden, über die Rolle von anderen finanziellen Anreizen innerhalb der Wertschöpfungskette, von Märkten und so weiter. Und so dann auch sozusagen, wie stark werden Carbon Removals bereits dann in unserem Reduktionsziel, in unserem Klimaziel von 2040 hineinkommen. Aber das ist eine Diskussion für die nächsten Jahre. Jetzt wollen wir einen ersten Schritt machen, gemeinsam mal mit Ihnen sozusagen, wie können wir diese Kohlenstoffeinspeicherung besser darstellen, besser zertifizieren und gemeinsam Geschäfts- und Finanzierungsmodelle hier entwickeln. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Holzleitner, für diesen Aufschlag. Und ich will auch gleich eine erste Frage dranhängen. Sie sagen, ja, das große Policy Design, das folgt in den nächsten Jahren, aber jetzt wollen wir ein Tool schaffen. Wann ist jetzt? Die Zeit drängt ja. Ja, also wir hoffen, dass wir dieses Jahr die Verhandlungen mit Rat und Parlament abschließen können oder spätestens dann unter der belgischen Präsidentschaft Anfang 2024. Gleichzeitig beginnen wir auch schon mit unserer Expertengruppe, wo wir eben die konkreten Methoden diskutieren wollen. Wir werden eine erste Sitzung am 7. März haben. Da wollen wir eben auch sehr eng mit allen bestehenden Projekten zusammenarbeiten. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel drei wirklich sehr große Projekte unter der Soil Mission. Das ist ein Förderungsprogramm innerhalb unseres Forschungsprogramms Horizon ist. Und sozusagen, wir würden wirklich hoffen, dass wir dieses Jahr identifizieren können, welche Arten von Carbon Farming sind die effektivsten und welche sind in der Methodenentwicklung schon am weitesten, die wir also dann sozusagen zuerst zertifizieren können. Weil ich möchte gern mit den positiven Beispielen anfangen, wo jeder Vertrauen fassen kann, okay, das ist wirklich was Seriöses, das ist wirklich was Glaubwürdiges und wo wir dann eben Erfahrung sammeln können, um eben über die nächsten Jahre hier wirklich immer mehr landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche Betriebe dafür begeistern können. Ja, vielen Dank. Also, der Markt ist ja schon seit einiger Zeit in Bewegung und ich glaube, das ist auch deutlich geworden. Es gibt viele Akteure, die sich mit diesem Thema befassen, aus dem Bereich Start-up, aus dem Bereich Wissenschaft. Und es gibt schon viele, viele Ansätze, die Europäische Kommission hoffentlich dann aufnehmen will. Aber ich würde gerne fortfahren mit einer Überleitung zu den Praxisbeispielen. Wie zertifizieren wir? Und wir haben, das haben Sie im Programm gesehen, nun zwei Ansätze aus der Praxis, die wir Ihnen ganz, ganz kurz vorstellen würden, damit noch Zeit für die Diskussion bleibt. Und ich darf als erstes hier begrüßen in der Runde Konstantin Pauli. Er ist Geschäftsführer der Klimahumus GmbH
Ausgründung einer Tochterunternehmung eines bedeutenden Agrarhandelsunternehmens aus dem Westen und der Mitte dieser Republik, der RWZ Köln, die auch damit unterwegs ist. Und Herr Pauli, ich würde Sie gerne einladen, hier eine kurze Präsentation Ihrer Idee, Ihres Konzeptes zum Thema Carbon Farming vorzustellen. Bitte schön. Präsentation funktioniert auch. Also erstmal vielen Dank an den DBV, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier das Klima-Humus-Programm vorzustellen. Gerne fahre ich fort. Es ist nicht nur die RWZ, sondern es ist auch First Climate, also die RWZ als starker Partner der Landwirtschaft. Es ist First Climate, die bei uns den ganzen Part Zertifizierung der CO2-Senkenleistung übernehmen und die Fachinstanz für den Bereich sind und die gemeinnützige Stiftung Lebensraum. Alle diese drei sind Gesellschafter der Klima-Humus GmbH, die in Meckenheim im Rheinland sitzt. Jetzt würde ich ganz gerne schon auf die nächste Slide wechseln, unsere Vision. Denn in dem ganzen Bereich Carbon Farming ist der gesamtsystemische Ansatz entscheidend. Sie haben gerade eben das Thema Klimaschutz sehr hervorgehoben, aber es ist auch der Umweltschutz. Das heißt, die ganzen Leistungen, die hier durch die Betriebe, landwirtschaftlichen Betriebe erbracht werden, die ökosystemrelevanten Leistungen, die müssen genauso mitgedacht werden. Wir haben die Betriebe im Blick. Im Rahmen meiner letzten Tätigkeit habe ich die Familienbetriebe beraten. Ich weiß um die Sorge und Nöten. Ich weiß auch, dass es systemintegrierte Maßnahmen sein müssen, die nur zum Erfolg führen können. Das heißt, es muss immer realitätsnah sein, es muss praxisnah sein. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und ich habe jetzt neulich noch mit jemandem von einer Kreisbauernschaft gesprochen. Immer mehr Betriebe leben nicht mehr alleine aus den Einnahmen der Landwirtschaft. Immer mehr Betriebe gehen in die Nebenerwerbslandwirtschaft. Das heißt, hier das Ziel, zusätzliche Einnahmen zu generieren für die Betriebe, das ist uns sehr wichtig und gleichzeitig sich resilient aufzustellen vor den Klimawandelereignissen, vor zunehmender Dürre. Hier insbesondere der Humus, der auch mir gegenüber als zentrales Element auch von Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhabern genannt wird, sich diesem Thema zu widmen. Speicherfähigkeit des Humus hier an erster Stelle genannt. Das Ganze soll ein anerkannter und messbarer Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz sein. Wir möchten keine Scheuklappen nur auf den Bereich CO2-Zertifikate-Bereich legen oder setzen, sondern wir denken auch weiter und das Ziel könnte sein, etwa Biodiversitätscredits auszuwerfen in Zukunft. Das heißt, dieser ganze Bereich CO2-Zertifikate ist ein Element des Ganzen. Weshalb auch ein messbarer Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Wir haben uns dem Messansatz verschrieben, weil wir sehen, dass es Datenlagen gibt zu dem Thema Modellierung, also dem Versuch, bestimmten Maßnahmen Bodenkohlenstoffaufbau zuzumessen. Aber diese Datenlage noch nicht so dicht ist, dass man in der Breite hier vorgehen könnte. Und es hat zwei Komponenten, weshalb wir uns noch der Messung verschrieben haben, nämlich der Betrieb auch weiß, was in seinem Boden los ist. Das heißt, diese Doppelkomponente A, bestmögliche Zertifikate am Ende rauswerfen zu können, aber auf der anderen Seite auch den Betrieb in die Lage zu versetzen, den Boden noch besser verstehen zu lernen, um entsprechende Maßnahmen hier einzuleiten. Wir haben einen Vertrag, der, wir haben es gerade eben gehört, 7 bis 15 Jahre, der eine Mindestlaufzeit von 7 Jahren vorsieht. Auch da sind wir immer in der Abwägung, Impact zu erreichen. Auf der einen Seite Machbarkeit, Permanenz, diese Themen, Permanenz, Gerechtigkeit, Zusätzlichkeit, die adressieren wir im Rahmen unserer Zertifizierung. Das heißt, alleine schon durch die Messung, das Thema Zusätzlichkeit, Gerechtigkeit. Wir haben ein Modell entwickelt, in dem Unternehmen bereits die Maßnahmen während der ersten 3 Jahre begleiten kann. Hier über einen Maßnahmenbonus. Das heißt, häufig der Gedanke, okay, ich habe in dem Bereich viel gemacht. Aber das wird ja nicht prämiert bei euch, denn ihr prämiert den Humusaufbau durch die Messung nach 1, 3 und 6 Jahren in unserem Fall.
Dafür haben wir eben genau dieses Modell entwickelt, damit hier eine Begleitung auch der Maßnahmen schon erfolgen kann. Und ich kann mich an das Positionspapier des DBV erinnern. Das war auch eine Forderung, dass eine maßnahmenbasierte Vergütung in irgendeiner Form stattfindet. Die Messung als solche, es gibt Messunsicherheiten. Wir arbeiten mit AgriCircle zusammen, sitzen in der Schweiz und versuchen ein Stück weit diese Messungenauigkeit einzugrenzen durch repräsentative Messpunkte. Das heißt, unsere Flächen melden wir an AgriCircle, bekommen repräsentative über Satellitendatenauswertung basierte Punkte, die bemessen werden, zurück. Und natürlich ist das ganze Thema Messung ein Kostenfaktor. Deshalb sind wir auch aktiv auf der Suche nach Unternehmen und Kommunen, die sagen, also das Thema Beratung, das bei uns ein integraler Bestandteil ist, Weiterbildung, aber eben auch die Messung, diese Kosten werden übernommen. Aber da merken wir zum Beispiel bei größeren Schlägen, dass durch einen Algorithmus, der dahinter steht, auch wieder die Kosten ein Stück weit reduziert werden. Dann erfolgt der Humusaufbau. Wir haben auch da, sind immer in der Abwägung, was können wir den Betrieben zumuten, und sind zum Ergebnis gekommen, dass im Wesentlichen die Betriebe selber frei entscheiden können, welche Maßnahmen sie machen. Der Vertrag sieht vor, dass sie keine Maßnahmen unternehmen sollen, die eben dem Humusabbau förderlich sind. Aber dem Grunde nach müssen die Betriebe selber Lust an diesem Thema entwickeln. Und deshalb setzen wir gerade einen Akzent oder einen zunehmenden Fokus auf das Thema Beratung, weil wir merken, die Betriebe nehmen an den Schulungen teil, die wir anbieten, aber müssen dann zu Hause wissen manchmal nicht, okay, womit konkret fange ich jetzt an? Und das ist genau der Part, an dem wir jetzt vermehrt ansetzen und diesen Beratungsteil aufbauen. Die Zertifizierung, dadurch, dass wir den Messansatz haben, sind wir ein Stück weit sehr transparent, sind uns aber auch bewusst, dass gerade das Thema Permanenz ein zu Recht in der Theorie diskutiertes Thema ist. Bodenkohlenstoff kann wieder freigesetzt werden, das haben wir eben auch gehört. Es bedarf Mechanismen, die genau diesem Umstand Rechnung tragen. Und da haben wir zum Beispiel einen sogenannten Permanenzpuffer gemeinsam mit First Climate entwickelt. Das heißt, ein Teil der Zertifikate wird einbehalten, damit eben genau dieser potenziellen Freisetzung Rechnung getragen wird. Es ist vieles im Fluss. Das heißt, ich sehe schon die Uhr, vieles im Fluss, wir entwickeln da auch vieles weiter, auch in diesem ganzen Bereich Biodiversität und auch der CO2-Erfassung natürlich, die wir eben angesprochen haben. In Zukunft sehen wir auch die Notwendigkeit, hier wird auch von Unternehmen zunehmend angefragt, zu sehen, was hängt an der Produktion, wie viel CO2-Ausstoß hängt an der Produktion. Aber am Ende der Versuch, möglichst viel für die landwirtschaftlichen Betriebe hier als Zusatzeinnahmen herauszuholen. Genau, wir garantieren 30 Euro pro Tonne, das will ich noch sagen, und versuchen 30 Euro pro Tonne. Das ist am Ende erstmal eine Gegenfinanzierung, aber Angebot und Nachfrage, wir haben einen sehr regionalen Ansatz. Das heißt, wir versuchen dann natürlich mehr für die Betriebe rauszuholen und entsprechend besser sieht dann am Ende die Bilanz aus. Ja, das war eigentlich jetzt zum Programm. Sie haben mir das Zeitsignal gegeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich glaube, im Panel haben wir gleich vielleicht noch die Möglichkeit, auf Fragen einzugehen oder Sie wollen jetzt noch Fragen direkt dazu stellen. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Pauli. Ja. Eine Frage drängt sich schon direkt auf. Wenn ich das mal vereinfacht sage, Sie bringen die Betriebe oder Sie unterstützen die dabei, sozusagen Zertifikate ausgeben zu können für CO2-Speicherung, für Biodiversität. Helfen Sie den Betrieben auch bei der Vermarktung dieser Zertifikate? Also wer sind Ihre Geschäftspartner auf der anderen Seite? Wir sehen in der Praxis, dass die Betriebe so viel um die Ohren haben mit Bürokratie etc., dass hier
gar keinen Raum oder gar keine Zeit, also zumindest nach meiner Einschätzung, sehe ich keine Kapazität bei den Betrieben selbst, die Vermarktung vorzunehmen. Ich kann mich erinnern, dass mal ein Betriebsinhaber zu mir kam und sagte, Herr Pauli, ja, dann kann ich doch im Grunde genommen selber die Zertifikate am Markt verkaufen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich sehe auch, wie viel Abstimmungsbedarf da mit unserer Fachinstanz fürs Climate notwendig ist. Wir übernehmen genau diesen Part und versuchen eben möglichst viel hier für die Betriebe daraus zu generieren. Und ja, also insofern, wenn das die Frage beantwortet. Vielen Dank. Was auch immer wir in der Landwirtschaft machen, ohne den Rest der Lebensmittelkette, ist das immer schwierig umzusetzen. Und dann kommen wir zum zweiten Beispiel, zum zweiten Ansatz. Und ich darf hier begrüßen Herrn Manuel Schuh von Nestlé Deutschland. Sie sind zuständig für Public Affairs. Aber das Ganze ist ja doch, und ich sage auch dazu, hoffentlich mehr als nur ein Thema der Unternehmenskommunikation. Und Sie wollen uns einen kurzen Einblick geben, wie Nestlé Deutschland mit dieser Thematik umgeht. Herr Schuh, bitte. Ja, vielen Dank. Ist das Mikro an? Ja, vielen Dank. Genau, es ist tatsächlich mehr als Unternehmenskommunikation für uns. Deshalb hätte eigentlich heute auch Anke Stübing, die Leiterin von unserem Nachhaltigkeitsbereich hier in Deutschland, heute hier sein sollen. Aber sie hat leider einen Trauerfall in der Familie und dementsprechend übernehme ich das Thema heute. Vielleicht, um nochmal einen Schritt zurückzutreten, warum das Thema Carbon Farming bei uns so eine große Rolle spielt. Für uns spielt so eine große Rolle, weil wir das Thema Klimawandel in unseren Lieferketten ganz besonders natürlich auch wirklich aus erster Hand sozusagen erleben. Wir haben ein Klimacommitment abgegeben, wollen bis 2050 klimaneutral beziehungsweise Net Zero werden und bis 2025 schon 20% einsparen. Und wenn man sich unseren Fußabdruck anschaut, dann sieht man eben ganz klar, die allermeisten unserer Emissionen entstehen in unserer Lieferkette und da vor allem natürlich in der Landwirtschaft, bei den Rohstoffen, bei den Zutaten. Und gerade auch die tierischen Rohstoffe spielen da natürlich eine extrem große Rolle. Wenn man sich das Chart hier anschaut, unser Fußabdruck in Deutschland besteht praktisch zur Hälfte aus Milch und Milchprodukten. Global sieht es ganz ähnlich aus. Dementsprechend natürlich wirklich auch die Zusammenarbeit mit den Landwirten und Landwirtinnen in unserer Lieferkette ein extrem großer Fokus unserer Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit und also dementsprechend wirklich mehr als Kommunikation, sondern wir wollen wirklich in Aktion treten und was bewegen, tatsächlich auch on the ground. Wie schon gesagt, 80% des CO2-Fußabdrucks entsteht bei den Rohstoffen hier in Deutschland bei Nestlé. Es ist aber natürlich mehr als nur das Thema CO2. Da kann ich mich meinen Vorrednern auch nur anschließen. Dementsprechend haben wir alles, was wir im Bereich Landwirtschaft tun, unter dem Schlagwort regenerative Landwirtschaft zusammengefasst. Da geht es einerseits um Themen wie Biodiversität, den Erhalt und die Erhöhung der Artenvielfalt, das ganze Thema Wasser, Einsatz von chemischen Düngemitteln, die wir reduzieren wollen, genauso auch bei der Schädlingsbekämpfung auf biologische Maßnahmen zu setzen. Das Thema Viehhaltung, wozu ich gleich auch nochmal komme, und natürlich auch das Thema Carbon Farming, wirklich CO2-Speicherung im Boden, aber auch das ganze Thema Bodenschutz eben auch in einem, sag mal, größeren Maßstab. Und wir haben uns da auch konkrete Ziele gesetzt. Bis 2025 wollen wir 20% unserer wichtigsten Rohstoffe aus regenerativer Landwirtschaft beziehen und bis 2030 schon 50%. Das heißt, da liegt eine ganze Menge Arbeit vor uns und natürlich auch im Endeffekt eine ganze Menge an Landwirten, die wir eben in unserer Lieferkette mitnehmen wollen und müssen, um eben diese Veränderungen auch zu erreichen. Und wir wissen natürlich auch, dass die Landwirte schon extrem viel auch tun. Und dementsprechend wollen wir gemeinsam dran arbeiten. Wir wissen aber natürlich auch, dass gerade beim Thema Carbon Farming es wirklich auch Anreizstrukturen braucht, die eben ja auch schon skizziert wurden, die einerseits eben nicht dazu führen dürfen, dass sozusagen das Hauptthema, die Priorität in der Landwirtschaft, nämlich die Produktion eben von Lebensmitteln, aus dem Blick gerät und es gleichzeitig aber eben dieser ganze Aufwand, der natürlich auch dann vor Ort in den Betrieben getätigt wurde,
oder wird, dann auch entsprechend honoriert und finanziert wird. Denn das ist natürlich immer, wenn man sich die Ketten anschaut, das ganz große Thema, wer bezahlt es am Ende. Und dazu kommt natürlich auch das ganze Thema Messen, Datenerhebung, was natürlich auch wirklich eine ganz zentrale Frage ist, um das Ganze am Ende dann auch sinnvoll steuern zu können. Und dementsprechend, und da kommt dann wieder so ein Stück weit das Thema Public Affairs und Kommunikation ins Spiel. Das, was auf EU-Ebene gerade passiert, was eben ja auch schon angesprochen wurde zum Thema Zertifizierung, ist für uns dann natürlich wirklich wichtig, um einfach auch Planungssicherheit zu haben, um Investitionssicherheit zu haben. Und das ist natürlich nicht nur für uns wichtig, sondern genauso auch für die Betriebe, die es dann am Ende gemeinsam mit uns umsetzen müssen. Und was machen wir hier konkret in Deutschland? Ich habe ja eben schon gesagt, das Thema Milch, Milchprodukte ist für uns wirklich ein ganz zentrales. Dementsprechend haben wir vor gut einem Jahr die erste Klimamilchfarm, so nennen wir das, initiiert hier in Deutschland. Da geht es darum, einen Milchviehbetrieb unter wissenschaftlicher Begleitung innerhalb von 3 Jahren möglichst auf netto null Emissionen zu bekommen. Das heißt, dass alle Emissionen, so weit wie es irgendwie geht, reduziert werden und die übrigen dann eben durch Maßnahmen zum Beispiel im Boden gespeichert werden. Und da sind wir gerade mitten in der Projektphase. Wir haben tatsächlich auch das zum Thema an unserem Stand hier bei der Grünen Woche gemacht. Also wer dazu mehr Details will, gerne bei uns am Stand vorbeikommen. Und wie man hier auch ganz gut sieht, wir machen das natürlich nicht alleine. Im Zentrum steht natürlich der Landwirt, der das Ganze umsetzt, aber auch unser Lieferant, in dem Fall Hochwald, ist eng mit involviert und wir machen es eben wirklich auch unter wissenschaftlicher Begleitung von der Hochschule für Wirtschaft in Nürtingen, wo es wirklich auch darum geht, sozusagen wissenschaftlich das Ganze zu begleiten, zu schauen, welche Maßnahmen machen Sinn, welche haben vielleicht auch nicht das Potenzial auf diesem Betrieb, was wir uns vorher vorgestellt haben. Und eben auch eine breite Palette an Maßnahmen wirklich anzuschauen von Energie, also das ganze Thema Biogas zum Beispiel, über Futtermittel, Herdenmanagement, Güllemanagement. Es ist wirklich sozusagen die ganze Bandbreite an Maßnahmen, die wir uns dort vor Ort in diesem Pilotprojekt anschauen wollen, um daraus einen Maßnahmekatalog zu entwickeln, der dann eben auch regional und in der Fläche funktionieren kann, wo sich jeweils die Landwirte dann vor Ort sozusagen ihre Bausteine rausnehmen können, um eben auch letztlich möglichst die Emissionen zu reduzieren. Und hier sieht man einfach auch mal, wie vielfältig das natürlich ist, wo überall Treibhausgase anfangen. Das war der erste Schritt, den wir gegangen sind, eben zu messen, wo fallen die Treibhausgase an, wo entstehen die Treibhausgase auf dem Hof und sozusagen im Kreislauf vor Ort, welche Potenziale zur Reduzierung gibt's, wie sieht der Fußabdruck aus und dann eben auch, welche Potenziale zur Speicherung und zur Minderung gibt es dort vor Ort auf dem Betrieb. Das ganze Thema ist für uns allerdings nicht neu. Also wir arbeiten tatsächlich früher unter anderen Schlagworten sozusagen, aber schon deutlich länger, mindestens 10 Jahre an dem Thema. Eins der ersten Projekte, was wir umgesetzt haben, ist das Sustainable Sourcing Programm für Gemüse, wo es vor allem um Produkte für oder Rohstoffe für Maggi geht. Unten links zum Beispiel ein Bild aus einem Projekt in der Extremadura in Spanien, da geht es um Tomatenanbau. Das heißt, wir schauen uns das natürlich schon auch im größeren Rahmen an und fokussieren uns nicht alleine auf Deutschland, sondern setzen die Projekte möglichst weltweit um. Und oben drüber ein ganz lokales Projekt im Wendland, wo ein Gemüselieferant von Maggi eben auch Projekte in den Betrieben vor Ort umsetzt. Da geht es um das ganze Thema Biodiversität vor allem und rechts auch ein Projekt zur regenerativen Landwirtschaft, das auch von der EU gefördert wird, von der Bodenseestiftung initiiert, das Projekt insektenfördernde Regionen. Und das ist tatsächlich was, wo wir zusammen mit den Projektpartnern eben wirklich auch in die Fläche gehen. Denn das ist natürlich die ganz große Herausforderung.
von Pilotprojekten, Leuchtturmprojekten wirklich auch in den größeren Maßstab zu gehen. Und da gibt es jetzt in diesem Projekt 7 insektenfördernde Regionen. Wir sind in 2 von diesen 7 Regionen mit dabei. Einmal mit Steinecke im Wendland, also in Niedersachsen, und im Bliesgau. Im Bliesgau, im Saarland, da geht es um das ganze Thema Weizen, wo wir eben wirklich alle Akteure mit an den Tisch holen wollen. Neben der Landwirtschaft, die natürlich ganz zentral ist, auch die Kommunen und die Leute wirklich vor Ort, um eben alle mitzunehmen und tatsächlich auch in die Fläche zu kommen. Vielen Dank, Herr Schuh. Mir drängt sich natürlich sofort die Frage auf, Sie haben davon gesprochen, von einem Beschaffungsziel, dass Sie bis 2030, ich habe die Zahl nicht mehr, 50% aus regenerativer Landwirtschaft beziehen wollen. Und daran knüpfen sich für mich natürlich sofort 2 Fragen. Erstens, was ist Ihr Verständnis von regenerativer Landwirtschaft? Ich glaube, da hat jeder hier im Raum hat ein bestimmtes Verständnis, erstens. Und zweitens, was ist das Ziel? Wie wollen Sie das in der Beschaffung honorieren und bepreisen? Also zum Ersten, das ist genau das, was ich eben auch sozusagen auf diesem einen Chart gezeigt habe, dass es wirklich um mehr geht als nur CO2, was natürlich auch kompliziert genug ist, sondern wirklich auch um die ganzen Themen Biodiversität, Bodengesundheit, eine Viehwirtschaft, die eben auch wirklich nachhaltig ist und auch das ganze Thema Wasser. Also ein integrierter Ansatz, und ich weiß, es gibt keine klare Definition zum Thema regenerative Landwirtschaft, aber auch das ist natürlich wirklich zentral, um auf dem Thema zu arbeiten. Und das ganze Thema Finanzierung, also bei uns ist es tatsächlich so, dass für solche Projekte wir da wirklich auch langfristig mit den Partnern zusammenarbeiten und da natürlich dann auch entsprechend wirklich ja, in Leistung treten. Ja. Ja, ich glaube, diese Diskussion braucht Zeit und muss geführt werden, aber sie sprengt den Rahmen dieser Veranstaltung. Ich will, bevor wir in die Diskussionsrunde einsteigen, noch mal eine Frage aus dem Slido-Chat hier eben hochholen, weil sie eben Herrn Pauli adressiert. Es gibt ja den gängigen Vorwurf, Humuszertifikate müssen sozusagen auch dauerhafte Kohlenstoffbindung sicherstellen. Was kann man tun, um den Greenwashing-Vorwurf zu entgehen und permanente Kohlenstoffbindung sicherstellen zu können? Ich glaube, da muss man realistisch sein. Das ist per se so kaum fix zu sagen, dass das gewährleistet werden kann. Aber dieser ganze Greenwashing-Bestandteil, der muss so ein bisschen aufgedröselt werden. Denn zum einen merken wir, wenn Betriebe aus der Motivation heraus, resilienter zu werden, Maßnahmen ergreifen, die Geld kosten, die Zeit kosten, das darf ja auch da bei dem ganzen Aspekt nicht außen vor gelassen werden, dann profitieren sie selber von diesen Eigenschaften und haben in höchstem Maße ein Eigeninteresse, das nicht schnell wieder kaputt zu machen. Aber natürlich ist es möglich, dass der Boden Kohlenstoff wieder freigesetzt werden kann. Deshalb das Thema Mechanismen entwickeln, wie dem Rechnung getragen werden kann. Wir haben eben diesen Permanenzpuffer bei uns. Und Greenwashing, wenn man jetzt mal die Seite der Unternehmen betrachtet, die Gelder, die für solche auch in unserem Fall regionale Zertifikate aufgerufen werden, am Ende ist es Angebot und Nachfrage und nach dem Grundverständnis freiwilliger CO2-Handeln haben wir erstmal die Pflicht der Unternehmen selber zu reduzieren und das, was eben unvermeidbar ist, auszugleichen. Aber die Gelder und die reden wir von 80 Euro, haben wir gerade eben gehört, für nachhaltige Zertifikate. Da in dem Bereich von Greenwashing zu sprechen, von Unternehmen, die hier wirklich die Betriebe, die landwirtschaftlichen Betriebe in diesem wichtigen Thema begleiten, ist schwierig. Ja. Und okay. Genau, ja, dann haben wir schon das erste, sozusagen den ersten Hotspot der Diskussion angestochen. Ich will mal sagen, Antwort ist wichtig. Langfristigkeit ist, glaube ich, der Schlüssel. Und zum Thema Finanzierung. Ganz kurz. zum Thema Finanzierung wirklich ganz kurz. Wir nehmen bis 2025 alleine für das Thema regenerative Landwirtschaft 1,2 Milliarden Schweizer Franken in die Hand. Also man kann wirklich nicht davon sprechen, dass es nur sozusagen Peanuts sind. Okay, ja. Dann sagen Sie auch noch die Fläche, die dann drunter steht, dann kann der Landwirt das gut ausrechnen. So, ich würde jetzt gerne in die Diskussionsrunde einsteigen und ich darf jetzt noch die weiteren Diskutanten und Panelteilnehmer begrüßen. Als allererstes
Silvia Bender. Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Amtschefin und die Spitze des Hauses BML. Dann natürlich Eberhard Hartelt. Sie kennen ihn, er ist Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd, aber er sitzt hier in der Eigenschaft als Umweltbeauftragter des Deutschen Bauernverbandes und Vorsitzender des Fachausschusses Umwelt. Und Annette Freibauer. Sie leitet in der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, in der LFL, das Institut für Agrarökologie und biologischen Landbau. Und Frau Freibauer, Sie haben eine Vergangenheit im Thünen-Institut und haben sich auch mit diesen Themen hier beschäftigt. Insofern herzlich willkommen. Und dann, last but not least, Rolf Sommer. Er ist im WWF Deutschland Fachbereichsleiter für Landwirtschaft und Landnutzungswandel und natürlich hier darf der WWF als Stimme der Umweltorganisationen nicht fehlen. Ich wiederhole nochmal die Aufforderung an die Leute draußen. Nutzen Sie das Tool Slido. Ich denke, die Zugangsdaten werden hier nochmal eingeblendet, um hier Fragen in die Diskussion einzubringen. Ja, wir haben jetzt gesehen, es ist einiges in Bewegung. Die Kommission arbeitet daran, natürlich im engen Dialog mit den Mitgliedstaaten, aber in der Wirtschaft, auch in der Kette, macht man sich intensiv Gedanken darüber. Und natürlich fragen wir uns alle, wie schnell kommen wir beim Carbon Farming mal mit der Perspektive 2040, 2050 weiter? Und wie schnell können wir diesen Beitrag der Landwirtschaft zur Treibhausgasneutralität ausbauen? Und ich will vielleicht erstmal beim Landwirt in der Runde anfangen, Herr Hartelt. Ehrgeizige Ziele, Chancen und Potenziale auch für die Landwirtschaft, aber so richtig in die Fläche sind wir ja noch nicht gekommen. Woran liegt das? Ja, ich denke, es liegt zum einen daran, dass wir was nachhaltiger Humus aufbauen. Da geht es ja darum, es geht ja nicht um eine jährliche Bindung von CO2. Und die Erwartungshaltung bei meinen Kollegen ist sehr groß. Auch die Frage im Chat war ja schon eben da, wie wird das umgesetzt. Es ist keine Bauernversammlung, wo ich nicht gefragt werde, wann kommen wir endlich an die Zertifikate dran. Und man denkt da an die CO2-Speicherung des Zuckerrübenschlages oder des Weidenschlages. Also die Erwartungen sind da sehr, sehr hoch. Und wir haben deswegen ja auch unser Humus-Projekt angelegt, um Erfahrung damit zu sammeln, wie wir eine nachhaltige CO2-Humus-Speicherung in Böden wirklich denn praktizieren können. Es gibt riesige Einflussgrößen dazu. Es ist ein dynamischer Prozess von ständigem Auf- und Abbau in den Böden. Und selbst die Wissenschaft kann uns hier so ein paar Handreichungen beziehungsweise so Patentrezepte auch nicht liefern. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Und die Praxisbedingungen, dies in den Praxisbedingungen herauszufinden, ist genau unsere Aufgabe, auch mit unserem Projekt. Ja. Vielen Dank. Frau Bender, das Haus BML hat ja das Thema, ich glaube, zuletzt in der französischen Präsidentschaft auch ein bisschen gespielt. Und ich habe verstanden, dass Sie an einigen Punkten noch Diskussionsbedarf sehen. Also vielleicht meine Frage an Sie. Will das BML damit umgehen, mit dieser Herausforderung und mit dem Modell Carbon Farming? Definitiv werden wir dieses Thema sehr aktiv angreifen, weil klar ist, wenn wir unsere Klimaziele sehen, nicht nur die europäischen, sondern auch die in Deutschland, die ja noch ein bisschen ambitionierter sind, Klimaneutralität bis 2045, dann müssen wir bei den Senken weiterkommen. Und wir haben ja auch im Klimagesetz von 2021 die Senken als klare Reduktionsziele mit klaren Werten belegt, die wir erreichen müssen und die, wenn wir uns die Senken angucken, tatsächlich, also Senken, Moore, Wald, landwirtschaftliche Böden, dann sehen wir, dass uns der Wald ja gerade eher wegbricht als Senke. Das heißt, wir müssen bei den anderen Themen noch engagierter vorankommen. Das eine Thema ist der Moorschutz oder die
Entwicklung von ökonomisch tragfähigen Alternativen für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung auf Moorflächen. Das ist tatsächlich im Moment unser Schwerpunkt, weil wir sehen, dass wir damit das eine Ziel der langfristigen CO2-Bindung tatsächlich besser erreichen werden als gegebenenfalls beim Humusaufbau. Hier gibt es eben die vielen Fragezeichen, die wir ja auch schon gehört haben. Aber wir unterstützen natürlich auch gerade mit dem Modellprojekt, das DBV und BOLW zusammen machen, die Entwicklung von Methoden, wie wir wirklich Humus im Boden langfristig anreichern können, und werden uns auch das anschauen, wie wir daraus eine Honorierung für Landwirtinnen und Landwirte entwickeln können. Wie gesagt, wir sind skeptisch gegenüber privatrechtlichen Finanzierungen, weil wir eben uns als Staat selber so viel vorgenommen haben bei der Senkenleistung, dass wir erstmal dies erreichen müssen, und weil wir auch nicht wollen, dass Unternehmen ihre Einsparvorgaben quasi durch CO2-Bindung versuchen zu umgehen. Wir brauchen in erster Linie auch die Reduktion in der Wirtschaftskette. Aber wir sehen durchaus, dass wir tragfähige öffentliche Förderprogramme für die Humusbindung und für eine humusaufbauende Landwirtschaft entwickeln wollen. Und dazu wird auch das Modellvorhaben, denke ich, beitragen, damit wir hier schnell weiterkommen. Wenn Sie skeptisch sind gegenüber privaten Finanzierungen, heißt das dann, dass Sie fest entschlossen sind, eine staatliche Finanzierung dagegen zu setzen? Wir werden auf alle Fälle in die staatliche Agrarförderung den Bereich der Honorierung von Klimaleistungen mit einberechnen. Und das haben wir uns ja auch vorgenommen, einerseits für die Weiterentwicklung der europäischen Agrarpolitik nach 2027. Wir werden uns aber auch darüber hinaus anschauen, wo es Ansätze jenseits der GAP dafür gibt. Und ein Thema, das haben Sie ja auch schon gefordert, es gibt den Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung, der ja genau diese Zielrichtung hat. Ja. Die Klimaneutralität der Wirtschaft hier gefördert wird. Und da schauen wir uns sehr genau an, welche Gelder wir nutzen können, um landwirtschaftliche Unternehmen zu unterstützen. Und auch im Bereich des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz, das ja vom BMUV, also vom Umweltministerium, verwaltet wird, aber eng von uns begleitet wird, wo es ja genau um diese Frage der Senken in der Landschaft geht, werden wir attraktive Angebote für landwirtschaftliche Betriebe entwickeln. Das nehmen wir gern so zu Protokoll. Ja. Vielen Dank. Herr Sommer, das ist natürlich auch ein Thema aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes. Ich glaube, die Klimamodelle sagen ganz klar, wir brauchen negative Emissionen. Und ich sehe aber andererseits auch ein bisschen Skepsis auf Ihrer Seite, was das Projekt Carbon Farming angeht. Vielleicht darf ich das gleich verbinden mit der Frage nach der Thematik Moore, weil das ist ja hat ja auch eine gewisse Balance zwischen Emissionsreduktion und Kohlenstoffspeicherung. Ja, wie können wir Senken so organisieren, dass Sie damit zufrieden sind? Ja, danke. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und vielleicht vorweg, ich glaube, das ist tatsächlich mal ein Thema, wo Landwirte, Bauernverband und Umweltverbände sehr nah beieinander sind, was die Einschätzung der Chancen und Risiken betrifft. Vielleicht darf ich bei Mooren mal ganz kurz einen Satz. Mooren sind ja keine Senke. Also wenn man Carbon Removal betrachtet, würden Moore durchfallen. Also die Wiedervernässung von Moore würde durchfallen, weil es keine Senke ist. Aber können wir nachher nochmal zu Mooren sprechen. Ich würde gerne nochmal anfangen mit dem Erwartungsmanagement. Ich bin selbst seit Jahrzehnten, ich war, bevor ich beim WWF angefangen habe, Wissenschaftler und habe mich mit Kohlenstoff in Böden meine ganze Karriere über befasst. Und das sagen wir immer wieder, es ist tatsächlich der Scheinriese, den Sie da jetzt im Titel hatten. Da hängt eine unheimliche Erwartung dran, aber wenn man genau schaut, ist Kohlenstoffsenkeboden ein kleiner, nicht vernachlässigbarer, aber kleiner Beitrag. Ich will das auch nicht kleiner reden, als er ist, aber es ist ein Teil von vielen, vielen Puzzlesteinen, wo wir Klimaschutz betreiben können. Aber nicht der
der alleinig selig machende Aspekt, das muss man erstmal sagen. Wenn Sie mal so eine Größeneinschätzung haben wollen, man könnte vielleicht sagen, ist so ein bisschen Deutschland wie Tempolimit. In der Größenordnung bewegt sich das, von dem, was man so an Schätzungen hört. Aber Tempolimit, wissen Sie selbst, viel einfacher umzusetzen. Und hier bei senkten Kohlenböden haben wir massive Probleme und einige wurden da auch schon benannt. Das Problem ist jetzt, wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, weil Humusaufbau, wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, ist mehrfach interessant und wichtig. Nur Bodenfruchtbarkeit, Klimaresilienz, Ertragssicherung, Produktivität erhöhen und so weiter. Aber ich glaube, als Mittel für den Klimaschutz ist es nicht geeignet. Ich darf ein Zitat vorlesen, ich habe extra mitgebracht. Zertifikate zur Entlohnung des Humusaufbaus in landwirtschaftlich genutzten Böden sind kein geeignetes Instrument für den Klimaschutz. Das sagen nicht wir, das sagen Wissenschaftler. Ich habe das Papier auch extra mal mitgebracht. Das Who is Who an hochrangigen Wissenschaftlern, auch aus Ihrem Hause, haben da mitgeschrieben, gerade vor einem halben Monat veröffentlicht worden. Es spricht einfach viel zu viel gegen diese Zertifikate, also das, was da angedacht ist und was auch der Herr Holzleitner geschildert hat. Wir reißen alle Indikatoren, die da angelegt werden müssten. Wir haben über Permanenz gesprochen, es geht über die Doppelzählung, es geht über die Quantifizierung, die Unwägbarkeiten. Also von daher, und damit will ich schließen, ist es aus unserer Sicht einfach für Klimaschutz so in der Form nicht geeignet. Ich habe aus der Landwirtschaft bisher noch nicht gehört, dass man dort das Carbon Farming und den Humusaufbau in Böden als einzige Maßnahme gegen den Klimawandel favorisiert, sondern ich glaube, das sieht die Landwirtschaft, Herr Hartelt, auch genau so. Und insofern muss man da einen Baukasten machen. Aber es ist doch richtig, dass wenn wir das Kohlenstoffinventar in landwirtschaftlich genutzten Böden uns anschauen, dann ist das ein Mehrfaches dessen, was Deutschland als Industriestandort so jährlich emittiert. Ist das nicht richtig, Herr Hartelt? Ja, nur wir haben ja auch auf die Frage, die jetzt hier steht, wie wird unterschiedlich fossiler Kohlenstoff und Kohlenstoff, der beispielsweise aus Wiederkäuern interessant ist. Wir müssen uns am Ende klar machen, und das ist am Pariser Klimaabkommen ja auch deutlich so gesagt worden, die Ernährungs- oder die Landwirtschaft hat eine Sonderrolle. Sie wird in Bereichen unvermeidbare CO2-Emissionen und Treibhausgasemissionen haben. Und die dann rechnerisch auf Null zu stellen, ist, denke ich, ein gutes Ziel für unseren Bereich. Dass man meint oder wir meinen, auch die Hoffnung haben, dass wir alle Emissionen dann über Kohlenstoff senken in unseren Ackerböden bei gleichzeitiger aktiver Lebensmittelproduktion, das muss ja auch noch alles stattfinden, wirklich gestalten können. Da habe ich auch meine Skepsis. Ich denke, wir sollten es auf jeden Fall angehen. Es sind Potenziale da, aber sie sind nicht so groß, wie manche sich das wünschen und auch erwarten. Frau Freibauer, was sagt die angewandte Wissenschaft dazu? Ja, vielen Dank erstmal. Ich glaube, ich muss hier erstmal ein bisschen sortieren. Carbon Farming ist super wichtig für Klimaneutralität. Ohne Kohlenstoff senken gibt es keine Klimaneutralität. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Frau Bender hat schon sehr genau darauf hingewiesen, dass es verschiedene Bereiche beim Carbon Farming gibt. Und sicher und langfristig wissen wir, dass es CO2-Reduzierung und Einbindung in Moorböden, in Wäldern und drittens in langlebigen Produkten. Und da haben wir zum Beispiel noch ein Riesenpotenzial in der Bioökonomie mit grasbasierten Produkten, die bisher überhaupt nicht in der Rechnung berücksichtigt werden. Aber wo wir sehen, Unternehmen kommen, fragen nach, machen Dämmplatten, alles mögliche langlebige Zementzuschlagsstoffe aus Pflanzenkohle und Ähnliches, wo wir wirklich auch zusätzliche langlebige Produktsenken haben, die wir sehr, sehr gut verfolgen und quantifizieren können. Der Humus spielt bei der ganzen Geschichte eine ganz andere Rolle, weil der Bereich des Humuserhalts und Aufbaus mit Abstand am besten untersucht ist. Da kommen wir
relativ schnell ins Tun, selbst wenn die Potenziale für den CO2-zusätzlichen Aufbau nicht riesig sind, müssen wir uns unmenglich anstrengen, um im Klimawandel überhaupt die vorhandenen Humusvorräte zu erhalten. Und deswegen wäre für mich Humusaufbau auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element im Carbon Farming, aber nicht für die langfristige Klimaschutzstrategie, sondern für die Beschleunigung des Klimaschutzes. Und selbst wenn man da nur 5 oder 10 oder 20 Jahre Zeit mit den Maßnahmen gewinnen und bremsen, ist das auch schon die Riesenwirkung. Das passt aber überhaupt nicht in ein Instrument wie CO2-Zertifikate, sondern ist eigentlich was anderes. Und wenn wir Herrn Holzleitner in diese Richtung interpretieren und sagen, das Benchmark ist nicht CO2-Änderung im Boden, sondern ist der Kohlenstoffvorrat, dann sind wir in einer anderen Diskussion zwar, aber wir sind da, wo der Humus hingehört. Erhalt der Kohlenstoffvorräte als wichtigste Maßnahme und honorieren wir den Humus, der jetzt schon in den Böden ist, bei Standorten, die hohe Humusvorräte haben, und honorieren wir den Humusaufbau in Böden, wo noch zusätzlicher Humus gespeichert werden kann. Aber die Maßnahmen, die ich dafür brauche, sind genau die gleichen und letztendlich muss dann auch das Honorieren bei den Landwirten gleich ankommen. Ja, vielen Dank. Und vor dem Hintergrund, Frau Bender, was gibt es für Überlegungen oder für Anforderungen aus Sicht der Bundesregierung an so ein Zertifizierungssystem oder an so ein, nennen Sie es meinetwegen auch Monitoring-System? Zunächst brauchen wir einfach eine gute Bilanzierung und eine tragfähige Bilanzierungsmöglichkeit, die einerseits die Betriebe nicht vor zu große Herausforderungen stellt und die trotzdem verlässlich ist als Datengrundlage. Das Zweite ist meiner Meinung nach, dass es wichtig wäre, gesamtbetriebliche Ansätze zu fahren, wenn wir über Humus reden, damit es eben nicht innerhalb der Betriebe auch zu Leakage-Effekten kommt. Ich mache auf dem einen was, auf dem einen Acker mache ich was, was ich aber auf dem anderen dann wieder quasi revidiere, weil ich dort vielleicht intensiver wirtschafte. Ich glaube, wir sollten eher über die Förderung der Maßnahme ansetzen, als tatsächlich nachher über die Förderung dessen, was gebunden ist, weil Frau Freibauer gerade gesagt hat, die Maßnahmen sind ähnlich, egal ob ich Kohlenstoff im Boden behalte oder aber zusätzlich aufbaue. Ich brauche für beides eine Honorierung und deswegen sollten wir in der Methodik der eigentlich der auch bestehenden Agrarförderung hier meiner Meinung nach auch bei einer Maßnahmenhonorierung ansetzen. Frage an die Runde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Haben wir dort Konsens? Es hat sich Herr Sommer und Frau Freibauer gemeldet. Ich glaube, sagen wir vom WWF auch, also das Fass ein bisschen aufmachen, breiter zu schauen. Also Ökosystemdienstleistung, die Landwirte und Landwirtinnen erbringen, sollten honoriert werden. Und das geht über CO2-Senke weit hinaus, haben wir ja auch schon gehört. Dann müsste man sich aber auch ehrlich machen und sagen, was machen wir denn eigentlich mit Lachgas und Methan? Bei Lachgas haben wir das Problem, dass das leider mit steigendem Humus oft auch erhöht ausgestoßen wird. Müsste man dann sich ehrlich machen und sagen, wird das auch gemonitort? Oder ist dann eine Zertifizierungsfirma da mit Tunnelblick unterwegs und honoriert was, ohne jetzt eine gesamtbetriebliche Klimabilanz zu erstellen? Und wir haben uns da im Vorfeld schon unterhalten, ich wäre da sehr dafür, wenn man das auch in einem anderen Framing dann über eine Zertifizierung von der Betrieb arbeitet klimaschonend oder so erhöht Bodenfruchtbarkeit, erhält Biodiversität und so weiter, wenn man das ein bisschen breiter aufmacht, wenn das so wäre, hätten wir Konsens. In Sachen, wer das bezahlt, ich weiß nicht, ob wir Konsens haben. Ich glaube, ich würde sagen, die Gesellschaft, die öffentliche Hand sollte es finanzieren. Es sollte nicht über Firmen kommen, weil wir als WWF sehen, die Gefahr ist riesig, dass Unternehmen sich da den schlanken Fuß machen und aus der Verantwortung stehlen, wirklich selbst Emissionen zu reduzieren. Also reicht das denn mit staatlicher Förderung? Ich mache mal eine Anleihe bei einem anderen Themenfeld, das uns auch als Landwirtschaft sehr das ist das Thema Finanzierung von höheren Standards in der Tierhaltung.
Und da sind wir jetzt in der Situation, dass das, was wir in öffentlicher Förderung haben, nicht reicht und dass wir auf privates Geld angewiesen sind. Aber es ist jetzt ein Exkurs, Frau Freibauer. Also letztlich denke ich, muss ein Instrument entstehen, das sowohl öffentlich als auch privat genutzt werden kann. Und dann sieht man, wer das braucht. Es gibt genug Unternehmen, die keine CO2-Minderungsverpflichtungen haben, die sehr wohl freiwillig in sowas einsteigen können. Und das ist ja eigentlich der Markt, in den man hin möchte. Also wir in Bayern haben jetzt gedacht, wir machen es vielleicht gar nicht so kompliziert, diskutieren gar nicht erst über CO2-Zertifikate beim Humus, weil wir nicht dran glauben, und fangen jetzt einfach mal an. Und deswegen gibt es in Bayern seit diesem Jahr jetzt im CoolUp, also in unserem Zweite-Säule-Programm, eine maßnahmenorientierte, gesamtbetriebliche Maßnahme, vielfältige Fruchtfolge zum Humuserhalt, wo Landwirte 340 Euro pro Hektar und Jahr für 5 Jahre bekommen, wenn sie mindestens 40% ihrer Fruchtfolge Ackerfutter, also Kleegras oder Ähnliches, was wirklich humusaufbauend wirkt haben, wenn sie organische Dünger einsetzen und wenn sie nur auf 20% ihrer Flächen maximal Reinkulturen, die humuszehrend sind, anbauen. Und das ist mal so ein erster Einstieg, eine Maßnahme, viel hilft viel. Als Öko-Rindviehbetrieb bin ich da eigentlich schon dran, als Marktfruchtbetrieb bin ich ganz weit weg. Aber man muss ja mal irgendwo anfangen, und parallel bauen wir gemeinsam auch mit dem Thünen-Institut ein System auf, das standortspezifisch den Landwirten erlaubt, über ihre Fruchtfolgen, über ihren Betrieb Humus zu modellieren und schauen, wo wäre ich standorttypisch, und dann kann man nämlich honorieren, liegt er drüber. Wird er honoriert? Liegt er drunter? Kann er Maßnahmen entwickeln und besser werden? Und da als Startwert nutzt er seine Standardbodenuntersuchung, die er eh hat. Und damit haben wir sozusagen an den Stellen, wo die Zertifikate anfangen, für einen Landwirt teuer zu werden, alle Kosten gespart, haben aber im Endeffekt das gleiche Ziel erreicht, dass wir uns sukzessive in ein Quantifizierungssystem entwickeln können. Und da hoffen wir, dass wir dieses Jahr mit diesem Tool üben. Wir haben es jetzt soweit fertig, dass wir mit Betrieben anfangen können und dann ab nächstem, spätestens übernächstem Jahr dann auch in eine Breitenförderung gehen können. Vielleicht bevor... Sehr schön, Applaus aus dem Saal. Und an den Saal gerichtet nochmal auch der Hinweis, rechts und links stehen Mikrofone. Und Sie sind eingeladen, sich auch hier in die Diskussion einzubringen und auch Ihre Punkte zu sagen. Aber das bringt mich jetzt nochmal doch zu einer Nachfrage. Weil wenn man, wir haben ja die Aufgabe, die ist sehr klar definiert und ein Förderzweck, und das ist Reduktion von CO2-Emissionen. Und wir haben den Auftrag, Schaffung von Senken, Deponierung von CO2. Und wenn man in die Förderinstrumente immer alles mögliche andere mit reinsteckt, was ja möglicherweise auch gesellschaftlich sinnvoll und gewünscht ist, aber dann verliert man den Fokus in der Förderung. Es gibt viele Menschen, die von sich sagen, dass sie, sagen wir mal, etwas zum Wohl des Planeten tun, aber wir wollen konkret CO2 speichern. Und muss man dann nicht auch ein gezieltes Förderinstrument dafür haben? Aber Herr Pauli. Ich würde ganz gerne, bevor ich zu dem Punkt komme, noch was zu dem, was vorher gesagt wurde, kommentieren. Also zum Ersten, glaube ich, sind wir uns alle einig, Thema Humusaufbau ist wichtig. Die Frage, wie kommt man dahin? Da zweifeln Sie eben das Thema CO2-Zertifikate an. Aber auch wir tragen dem Rechnung und haben ein Modell entwickelt, in dem wir auch eine Maßnahmenvergütung, das heißt schon eine Begleitung der Betriebe bei humusaufbauenden Maßnahmen vornehmen. Also insofern tragen wir dem Rechnung. Und hier bei den Preisen, die aufgerufen werden, von einem schlanken Fuß bei Unternehmen zu sprechen, finde ich wirklich schwierig, weil bei 70, 80 Euro, klar, es gibt auch Zertifikate für 6, 7, 8, 9 Euro die Tonne, aber bei den Preisen, die aufgerufen werden, ja, ich bin bei Ihnen, dass es Mechanismen geben muss, um sicherzustellen, dass der Wille zu minimieren nicht nachlässt, sich in solche, wie ich finde, bei uns regional und nachhaltigen Projekten zu organisieren. Aber auch aus den Gesprächen mit den Unternehmen, die in dem Bereich aktiv werden wollen, da kann ich keinen schlanken Fuß sehen. Herr Hartl, wir würden uns ja auch als Landwirtschaft nicht damit zufrieden geben, einfach nur die Exzesse der anderen Wirtschaftsbereiche zu reparieren, oder? Natürlich nicht. Aber nochmal zu dem Zertifikate. Die große Frage ist, und die, was hier vorausgesetzt wird, ist, dass Humus immer beliebig steigerbar ist in den Böden. Die Frage ist ja, wenn wir Umstände haben, die drohen uns, Trockenheit, Hitzejahre, wie wir sie zum Großteil bei uns erlebt haben,
und die Humusgehalte sinken. Was passiert an einem Zertifikatehandel? Muss dann der Bauer das Geld zurückgeben? Das sind ja alle die Unsicherheiten, Imponderabilien, die wir im Moment noch haben, an denen wir uns versuchen ranzutasten, wie Sie sicher gesagt haben. Deswegen halte ich es für schwierig und es muss auch durchgedacht werden, was ist für diesen Fall? Der kommt bei Ihnen, zumindest habe ich ihn jetzt nicht gesehen, ist eine offene Frage, gar nicht vor. Und deswegen gilt es, denke ich, erstmal über Maßnahmen sich diesem Themenfeld anzuziehen, Maßnahmenhonorierung, um auch Erfahrung und wissenschaftliche Expertise, die ja wohl auch noch fehlt, in diesem Bereich zu gewinnen und von daher auch eine Potenzialabschätzung dann greifbarer zu kriegen, was ist denn überhaupt machbar in unserem Bereich, dass wir wenigstens, was die Landwirtschaft betrifft, rechnerisch klimaneutral werden können. Und dann können wir weitersehen, ob weitere Potenziale überhaupt da sind. Vielen Dank. Zwischendurch eine Frage an die Regie. Geben Sie uns noch 10 Minuten extra, weil wir später angefangen sind. Sehr schön. Vielen Dank. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für die Fragen, die jetzt so langsam aufkommen. Und jetzt habe ich noch auf der Liste Frau Bender und Herrn Sommer. Zunächst, glaube ich, ist es wichtig für Förderung aus der öffentlichen Hand, dass wir tatsächlich möglichst viele Ziele mit dieser Förderung erreichen. Von daher die Frage, braucht es nicht eine Förderung, die ganz konkret nur auf Klimaleistung ausgerichtet ist? Ich glaube, wenn wir Förderprogramme haben und Maßnahmen, die wir fördern können, die mehrere Ziele ansprechen, die wir alle als Gesellschaft erreichen müssen, dann ist das auf alle Fälle gut verwendetes Geld. Und zu der Frage, reicht das Geld, was wir in der öffentlichen Hand haben? Wir müssen uns sicherlich anschauen, wie wir aktuell die Gelder, die im Bundeshaushalt sind, ausgeben. Und wir müssen natürlich, da sind wir dann bei der Frage der Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung, wo wir ja auch wissen, dass das Geld, was im Moment da ist, was trotzdem mehr ist, als es jemals vorher war, noch nicht ausreicht. Da müssen wir uns natürlich auch fragen, wie kommt gegebenenfalls noch zusätzliches Geld in den Bundeshaushalt rein, indem man eben auch Bürgerinnen und Bürger an der einen oder anderen Stelle mitnimmt, sprich Mehrwertsteuer und Tierwohlprämie, die dort ja diskutiert werden. Und das werden wir uns sicherlich auch bei anderen Maßnahmen angucken müssen. Ich glaube, die Bilanzierung am Ende, eben die Bilanzierung Ausgleich der Landwirtschaft, das sollte schon auf einer staatlichen Ebene erfolgen und jetzt nicht jedes Unternehmen für sich selber machen, weil da besteht einfach die Gefahr, dass zu viel doppelt gerechnet wird. Und von daher die Bilanzierung, die wir nachher brauchen, um zu sagen, die unvermeidlichen Emissionen müssen ausgeglichen werden, das sollte auf staatlicher beziehungsweise auf EU-Ebene erfolgen. Und nichtsdestotrotz sehe ich natürlich, dass es Privatmenschen gibt und vielleicht auch Unternehmen, nicht aus dem Bilanzierungsaspekt, sondern aus einem Aspekt heraus, dass der dass sie sich halt sozial oder in diesen Bereichen eben engagieren wollen, dass man sagt, ich hätte ein Interesse, sowas anzubieten oder aber zu kaufen. Es gibt ja zum Beispiel in Mecklenburg oder auch in Brandenburg die sogenannten More Futures, wo Bürgerinnen und Bürger eben sagen können, okay, ich spare ein, indem ich eben hier so ein More Future kaufe. Das soll auch gar nicht meiner Meinung nach ausgetrocknet werden. Wichtig ist, dass diese Bereiche als Add-on funktionieren und nicht in die staatliche Bilanzierung der Klimaneutralität eingerechnet werden können. Und dass es eben Maßnahmen sein müssen, die dann tatsächlich zusätzliche Maßnahmen sind und die nicht in die Gesamtbilanzierung reinfallen, damit es eben nicht zu einem Schönrechnen kommt. Vielen Dank. Jetzt ist eigentlich noch Herr Sommer dran, aber ich würde vorschlagen, dass wir die Frage aus dem Saal mitnehmen. Bitte stellen Sie sich kurz vor und vielleicht sagen Sie auch noch dazu, an wen hier in der Runde die Frage geht. Bitte schön. Ja, Niehoff, Pflanzenzüchter und Ackerbauer, an Herrn Schuh, der jetzt ja leider nicht mehr da oben steht, aber der gesagt hat, 80% des CO2-Fußabdrucks kommen bei den Rohstoffen. Also wenn wir ein Beispiel geben aus den vergangenen Jahren, die Zuckerrübe zum Beispiel, eine hocheffiziente Pflanze, hat in diesem Jahr wieder auf guten Böden 20 Tonnen Zucker je Hektar produziert. Das sind 18 Tonnen CO2 aus der Luft festgelegt in Form von Zucker. Und auf der anderen Seite
dann etwa 9 Tonnen O2, also Sauerstoff, in die Luft abgegeben. Und davon ist ja noch, davon müsste noch viel mehr die Rede sein. Also nicht nur den CO2-Fußabdruck, sondern auch die Produktion von Sauerstoff. Denn wir wissen ja alle, der Sauerstoff in der Luft ist ja produziert nur über die Assimilation der grünen Pflanzen. Wenn also dieser Zucker, diese 20 Tonnen Zucker festgelegt worden wären, dann hätte ich einen echten Sink, CO2-Sink auf meinem Hektar gehabt. Und darauf kommt es doch an, dass wir die effektive, die effiziente Pflanzenproduktion weiter steigern, um diesen Prozess der CO2-Assimilation, also CO2 aus der Luft in Form von Kohlenhydraten festlegen. Das ist doch die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen. Herr Schuh, wollen Sie? Ja, gerne. Also natürlich spielt auch sowas eine Rolle, aber letztlich geht es ja vor allem darum, wie wir langfristig mit dem Thema umgehen und dass das CO2 eben auch langfristig gebunden wird, weil ansonsten hat man natürlich einen relativ kurzfristigen Kreislauf, der natürlich auch einer ist, aber wenn man sich eben die Emissionen bei uns in unseren Lieferketten anschaut und das, was wir, wo wir wirklich die größten Hebel haben, und das kommt ja letztlich dann den Landwirten auch zugute, dass wir den Fokus eben genau darauf legen, dann sind es eben die Rohstoffe und es ist mit Abstand der größte Impact und eben nicht das, was ja gerade auch in der öffentlichen Diskussion immer eine große Rolle spielt, Energie in unseren Werken, die Verpackungen und so weiter, was natürlich auch eine Rolle spielt, aber eben im Vergleich eine deutlich geringere. Und das wollten wir einfach deutlich machen, dass wir wirklich unsere Lieferketten angehen müssen. Das ist ja auch eine Frage der Dauerhaftigkeit der Speicherung in diesen 20 Tonnen. Und dazu hat sich jetzt ganz schnell direkt dazu Frau Freibauer gemeldet und dann Herr Sommer. Ja, also direkt auf Ihre Frage. Hier liegt ein grundsätzliches Missverständnis vor, was für ein CO2 klimarelevant ist. Was Sie beschrieben haben, Photosynthese, Pflanze produziert, wird geerntet, wird verarbeitet, wird sofort wieder CO2 und kommt in die Atmosphäre zurück. Das ist der große biologische Kreislauf, der mit dem Klimawandel, über den wir heute reden, überhaupt nichts zu tun hat. Das, was den anthropogen beeinflussten Klimawandel auslöst, ist diese Mini-Differenz am Ende der Rechnung, wie viel CO2 ist mehr in der Atmosphäre oder wie viel ist mehr in langfristigen Senken wie Böden, Biomasse, Produkte drin. Und da müssen wir uns tunlichst davor hüten, gerade als Landwirte in diesem Sektor, dass wir so tun, als wäre das schnelle Produzieren von Lebensmitteln irgendwie klimarelevant. Das ist wirklich fatal, wenn man sich damit in der Öffentlichkeit lächerlich macht. Also bleiben wir bei der Sache, reden wir über langfristige Kohlenstoffvorratsänderungen in der Atmosphäre und außerhalb. Herr Sommer. Ja, das schließt ganz gut daran an, Sie haben es ja schon gesagt, es ist eben die Frage der Dauer. Wenn Sie den, ich sag mal jetzt überspitzt, wenn Sie diesen Zucker jetzt in Ihren Keller legen und der dort 50 Jahre sitzt, hätten Sie eine Senke geschaffen. Aber das passiert ja nicht. Und so ist das mit dem Humus im Boden eben auch. Und deswegen ist diese Permanenzfrage eine ganz wichtige. Und das sehen wir nicht. Ne? Das ist unglaublich schwierig. Also ich darf nur an die Landwirte und Landwirtinnen appellieren, wenn Sie da Verträge unterschreiben, dann verpflichten Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihre Kinder und Enkelkinder. Denn über diese Zeitspanne an Permanenz reden wir eigentlich. Alles andere ist dann eine Mogelpackung. Und da muss man sich schon, das hatte Eberhard Hartelt ja auch gesagt, die Frage stellen, wer haftet denn eigentlich am Ende, wenn die 5- bis 10-jährigen Verträge rum sind und man dann schaut, oh, das hat ja gar nicht so stattgefunden. Und damit sind wir wieder bei diesen maßnahmenbasierten Honorierungen, wo wir auch sehr dafür sind. Und ich finde das super, dass Sie das jetzt nochmal dargestellt haben, was da im Grunde auch schon an guten Ideen in der Umsetzung ist. Vielen Dank. Und noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, mein Name ist Bernhard Fessler, Deutsche Reiterliche Vereinigung. Also ich vertrete den Pferdesport und die Pferdezucht. Diese 1,3 Millionen Pferde, die bei uns registriert sind, plus möglicherweise 1 Million weitere, die in Stallungen stehen, die nicht registriert sind, also normale Landwirtschaftsbetriebe, produzieren jeden Tag Mist, ungefähr im Durchschnitt 25 Kilogramm. Ein wertvoller Teil oder Beitrag für die Energiegewinnung. Man könnte, und es gibt ein inzwischen Verfahren, das auch erprobt ist und in anderen Ländern eingesetzt wird, vor allen Dingen im asiatischen Raum, ein Karbonisierungsverfahren, ein thermisches Verfahren, wo am Ende ein reiner Kohlenstoff rauskommt.
haben wir zusammen mit dem Pflanzenkohleverband erarbeitet und stellen seit mindestens einem Jahr an alle möglichen Ministerien, Verbände, ich spreche jetzt gezielt an, wir sehen uns ja hoffentlich morgen Abend und können ein paar Takte drüber sprechen, BMUV, BMUL, BML, das ist ein Antrag, ein Pilotverfahren in Warendorf auf unserem Bundesstützpunkt machen zu dürfen und prallen überall ab. Es wird an verschiedenen Stellen dann gesagt, es ging nicht und es sei nicht angemessen und man wolle das nicht, obwohl wir diesen Mist im Moment durch Deutschland bis nach Polen kutschieren, kilometerweit mit LKWs, weil er in Deutschland einfach keine Verwendung mehr hat. Und wir könnten es dezentral, wo er jeden Tag anfällt, dezentral verwerten und einen großen Anteil, glaube ich, zum regenerativen Anteil der Energiegewinnung beitragen. Jetzt meine Frage in die Runde, Frau Bender und Herr Sommer. Finde es prima, was Sie gesagt haben. Möchte Sie auch daran gerne festmachen, dass wir vielleicht uns mal treffen und dieses Verfahren vorstellen. Denn wir stehen unter Druck. Mein letzter Satz noch. Das BMI fördert die neue Bundesstützpunktanlage in Warendorf mit einem großen Anteil, Sportstützpunkt. Und wir müssen dort eine Energiegewinnungsanlage bauen und sollen jetzt Hackschnitzel dort verwerten. Warum? Wenn Pferdemist jeden Tag anfällt, bestens verwertet werden kann thermisch und wir unseren Stützpunkt versorgen und 100 Haushalte on top. Danke. Lieber Herr Fessler, ich will noch mal daran erinnern, dass wir von der Landwirtschaft große Fans der landbaulichen Verwertung sind. Ja, und das auch. Gerne haben wir. Ich gebe die Frage gerne weiter. Und das hat auch nicht nur mit Pferdemist zu tun, sondern Biokohle ist ja grundsätzlich ein Segment, an dem sich viele Akteure im Moment versuchen. Und wo sind die Potenziale? Wollen Sie anfangen, die Wissenschaft, genau. Also ausgerechnet Pferdemist zu verkohlen, so ein schöner Dünger, da täte es mir ehrlicherweise auch drum leid. Und da würde ich eher sagen, ein wesentlicher Teil von Humusaufbau ist ja, dass man genau so einen Festmist auch tatsächlich einbringt. Machen Sie lieber einen guten Vertrag mit Landwirten, die vielleicht einen Markthofbetrieb haben und genau in der Kombination mit Humusaufbau und genau mit diesem Dünger sehr gut arbeiten können. Insgesamt sehe ich aber schon, dass wir mit Pflanzenkohle aus anderen Substraten noch einen Riesenmarkt vor uns haben für den Einsatz im technischen Bereich. Es gibt ganz spannende Erfahrungen aus Stockholm zum Beispiel mit Pflanzenkohle als Beimengung in Stadtbaumsubstraten, die Bäume trockenresistenter machen und aber auch Schadstoffe filtern, sodass man das Regenwasser in der Stadt direkt verrieseln kann und damit seine Kläranlagen entlasten kann. Es gibt total spannende Beispiele zur Beimengung von Pflanzenkohle in Baustoffbeton, wo er als Isolationsmaterial und zur Stabilisierung eingesetzt wird in Österreich und in der Schweiz. Das sind die Zukunftsmodelle. Den Einsatz in unseren Böden halte ich jetzt für nicht so sinnvoll. Das ist auch reglementiert, dass momentan nur Holzkohle dafür verwendet werden darf, weil unsere Böden aus ihrem Nährstoffspeicherverhalten eigentlich die Pflanzenkohle nicht brauchen. Das mag in den Tropen auf superarmen alten Böden funktionieren, aber für uns sehe ich den Bereich wirklich im Technischen und da wächst der Markt und sollte auch forciert werden. Aber die konkrete Frage ging an Frau Bender. Wie sieht das aus mit der Förderfähigkeit? Aber Herr Sommer, Sie hatten sich vorher noch gemeldet. Nee, ich sehe das ganz ähnlich, wie Sie sagten. Ich glaube, bei Pflanzenkohle, da gibt es Nischenbereiche. Wir hatten eben darüber gesprochen, wenn Sie Haselnüsse verarbeiten, dann haben Sie die Schalen, das kann man verkohlen, wenn man möchte. Aber ich sehe das ganz genauso wie Sie. Ich habe selbst lange in Tropen gearbeitet. Da gibt es hier und da mal Beispiele, wo die Pflanzenkohle einen positiven Effekt hatte, aber auch viele, wo es gar keinen Effekt hatte. Und dann ist das letztendlich ein riesiges logistisches Problem, wäre das, wie bekäme man diese Kohle denn überhaupt auf die Flächen? Da muss dann ein LKW irgendwo hinfahren. Also ich halte davon nichts. Wir haben da, wenn ich noch darf, wir haben einen relativ zynischen Vorschlag vom WWF zu Pflanzenkohle. Den könnte man doch in Garzweiler und überall, wo der Tagebau jetzt ein Ende findet, da könnte man diese Kohle einlagern. Und dann haben zukünftige Generationen, können die dann wieder ausgraben und Kohle verfeuern. Wollen Sie den Eindruck erwecken, dass Braunkohle Pflanzenkohle ist?
Braunkohle? Ist schon gut. Nein, wir streichen das aus dem Protokoll. Frau Bender, ganz kurze Antwort, weil wir haben noch viele Fragen. Zu dem konkreten Projekt kann ich nichts sagen. Ich weiß aber, dass wir gerade verschiedene Projekte ausgeschrieben haben für den Bereich der Pflanzenkohle. Also vielleicht passt es da rein. Ich glaube, die Ausschreibung läuft noch. Ansonsten könnte ja vielleicht auch das BMI dieses Projekt mit unterstützen, wenn sie schon den Standort dort unterstützen. Denn Klimaneutralität ist ja eine Gesamtaufgabe der Bundesregierung. Ich greife vielleicht noch die eine Frage vom Slido-Chat auf, und das ist das Thema, wie geht man eigentlich um mit den Labeln Klimaneutralität? Da gibt es nämlich gerade ganz interessante Gerichtsurteile zu, dass damit etwa Schindluder getrieben wird, dass sich eben Unternehmen klimaneutral labeln, ohne dass es in irgendeiner Form eigentlich kontrolliert wird. Und da will sich die EU ja jetzt auch auf den Weg machen und einen Zertifizierungsrahmen schaffen, damit am Ende Verbraucherinnen und Verbraucher, die klimaneutrale Produkte kaufen, auch wirklich wissen, was dahinter steckt. Herr Pauli, ungern. Ich wurde gerade eben konkret angesprochen. Nur dazu wollte ich kurz was sagen. Erstmal das Thema, müssen die Landwirte was zurückzahlen? Wir sehen es, also hier sitzen auch Konsortialpartner, Thema Dienstspeckverfahren, wo wir diskutieren und uns wirklich die Köpfe heiß reden. Auf der einen Seite die berechtigten wissenschaftlichen Aspekte Permanenz und das Ganze übereinzukommen, in einem praxisnahen Ansatz. Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung im Rahmen dieses Dienstspeckverfahrens. Die Ergebnisse werden wir natürlich auch bei uns einfließen lassen. Nein, wir sehen konkret nicht vor, dass die Landwirte etwas zurückzahlen müssen, sondern sehen die Notwendigkeit, das über Mechanismen, ob es Risikopuffer ist oder dergleichen, zu funktionieren zu bringen. Und wir sehen auch keine Handelbarkeit mit den Zertifikaten, sondern eher so eine Art Stilllegungszertifikat, aber nicht, dass ein Käufer im eigentlichen Sinne des Zertifikats dann noch wie am Emissionshandel mit diesem Zertifikat handeln kann. Und vielleicht noch ein, um das noch loszuwerden, natürlich der Wunsch, dass genug Raum für private Initiativen, für privatrechtliche Initiativen bleibt, diesem wichtigen Thema sich zu widmen. Und ich glaube, in der Vergangenheit hat gezeigt, dass die Fördermittel, die auf staatlicher Ebene bestehen, nicht unbedingt dem Humusaufbau alleine förderlich waren oder es zumindest nicht zu dem gewünschten Effekt geführt hat. Deshalb hier einfach der Wunsch, genug Raum für privatrechtliche Initiativen zu lassen. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage im Chat, die vielleicht ganz an den Anfang gehört hätte, die ich und deshalb auch nicht hier unter den Tisch fallen lassen will. Nämlich die Frage lautet, wie ist das Zahlenwerk? Gibt es konkrete Zahlen zum Speicherpotenzial der verschiedenen Senken? Also was passt dort überhaupt hinein in die Böden, in den Wald oder in die Moore? Frau Freibauer, gibt es da eine schnelle Antwort über Prozentanteile oder Millionen Tonnen? Also auswendig habe ich die nicht parat, aber es ist natürlich so, dass es beim Klimaschutz nie den großen Riesen gibt und es immer um sehr kleine Prozentanteile nur geht, egal um welche Maßnahme es sich handelt. Ja, aber wenn Sie möchten, kann ich mal zwei Zahlen reinwerfen. Gerne. Ich habe den Axel Donn, der Kollege vom Thünen-Institut, hat mal in der Präsentation gesagt, sagen wir mal 6 Millionen Tonnen, wenn wir es wirklich richtig gut meinen, Mineralböden in Deutschland, 6 Millionen Tonnen. Und er hat das gegenübergestellt, was der Sektor Landwirtschaft... Kohlenstoff. CO2. Die Währung CO2. Gegenübergestellt gegen das, was der Sektor Landwirtschaft emittiert und was das beiträgt. Also der Sektor Landwirtschaft direkt sind wir so, glaube ich, bei 60 Millionen. Und wenn man die Moorböden und andere Aspekte noch mit dazu zählt, sind wir bei über 100 Millionen. Da hat man mal so eine Idee. Und wenn man mal so eine Zeitspanne ist, aber das wirklich, da tut es einem als Bodenkundler im Herzen weh, kann man mal sagen, ja, vielleicht mal 20 Jahre. Die nächsten 20 Jahre, wenn man es richtig gut meint, aber dann ist der Speicher auch voll. Ja. Und dann muss man das, was dazu geführt hat, den Speicher zu erhöhen, permanent fortsetzen, sonst verliert man den Kohlenstoff wieder. Und dann können Sie den Ball noch dazu reden. So, jetzt gibt es hier noch im Raum eine Frage. Dr. Enjes. Ja, Frau Bender, gerade weil es ja auch so kompliziert ist und weil wir es auch viele Wochen nicht erforscht haben, macht uns natürlich Sorge, dass Sie uns das Handwerkszeug, was wir bislang gehabt haben, um Kohlenstoff im Boden aufzubauen oder zumindest zu halten, wegnehmen. Das geht für die Betriebe, die jetzt
fluglosen Ackerbau gemacht haben, die im Bereich regenerative Landwirtschaft unterwegs sind, versuchen, ihren Betrieb mit Kohlenstoff anzureichern. Denen wird demnächst das Glyphosat fehlen, um ackerbaulich da noch mithalten zu können und eben nicht die mechanische Bodenbearbeitung zu machen, weil die ja dann doch deutlich wieder zum CO2-Abbau führt. Und das Zweite ist, ich sehe es in meinem eigenen Betrieb, mir fehlen jeden Herbst 4 bis 5 Tonnen CO2-Bindung über die Zwischenfrüchte, weil ich sie nicht mehr anbüngen darf. Die kriege ich nicht mehr etabliert. Das ist also in Gebieten, die immer knapp gewirtschaftet haben, bekommen sie keinen vernünftigen Ackerbau mehr hin. Wir bauen gerade unsere Kohlenstoffwerte reich ab, ähnlich dem dänischen Modell. Wie wollen Sie das ändern? Frage geht direkt an Sie. Zum Thema Glyphosat und fluglose Bodenbearbeitung. Es gibt ja auch Betriebe, die ohne Glyphosat fluglose Bodenbearbeitung machen. Wir haben solche zum Beispiel in unserem Praktikernetzwerk, was wir ja neu gegründet haben. Und ich denke, da können wir sicherlich gemeinsam mit den Betrieben, die dort aktiv sind, gute Empfehlungen für die Landwirtschaft erarbeiten und dann auch veröffentlichen. Ich glaube, wichtig ist, das hatte ich ja eben schon gesagt, wir müssen uns tatsächlich verschiedene Ziele auch angucken. Glyphosat hat extreme Biodiversitätsauswirkungen, das ist auch unbestritten. Und wir müssen halt schauen, dass wir bei aller Kraft, die wir in die Bekämpfung der Klimakrise stecken, auch die Bekämpfung der ebenso bedrohlichen Biodiversitätskrise nicht hinten anstellen. Und zum Thema Zwischenfrüchte. Sie wissen, dass beim Thema Düngeverordnung, EU-Nitratverletzungsverfahren, die Schlinge um den Hals der Bundesregierung, als sie vor einem Jahr angetreten ist, sehr, sehr eng war. Ich glaube, niemand von uns hätte gerne 800 Millionen Strafzahlungen am Tag gezahlt, die wir dann nämlich an anderer Stelle, 800.000 Euro, Entschuldigung, am Tag gezahlt, die wir dann an anderer Stelle hätten einsparen müssen in unserem Bereich. Und wir arbeiten daran, wenn wir einmal dieses aktuelle Verfahren beendet haben, und das sieht ja gut aus, die Kommission hat uns ja schon signalisiert, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dann werden wir, sobald es beendet ist und wir auch nochmal die Datenbasis verbessert haben, werden wir auf eine verursacherbezogene Düngeverordnung umschwenken können. Und ich denke, dann werden auch solche Fragestellungen anders bewertet werden können. Aber im Moment müssen wir halt einfach dem Rechnung tragen, dass wir auf alle Fälle die Fortsetzung des Vertragsverletzungsverfahrens beenden müssen. Sie sehen, alles hat mit allem zu tun in der Agrarpolitik. Das ist richtig. Und ich will es mal so sagen, würden wir in Deutschland den Anteil der Flächen, die derzeit fluglos bewirtschaftet werden, sozusagen runterziehen oder auf Null gehen und zurück zum Flug gehen, das wird die Republik 100.000 Tonnen Diesel kosten. Aber das ist eine andere Diskussion und das ist ein anderes Symposium und ein anderes Fachforum, das wir sicherlich noch machen. So, wir sind am Ende unseres Zeitbudgets angekommen und deshalb biege ich jetzt gerne auf das Ende der Veranstaltung ein. Will mich bedanken bei den Impulsgebern und bei den Diskutanten. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das Thema uns alle bewegt. Das Rennen ist offen um gute Modelle und Konzepte, um sozusagen diese Klimaschutzleistung der Landwirtschaft, auch wenn sie nicht der goldene Schlüssel für alle Probleme ist, aber sie auch trotzdem honoriert werden kann. Ich denke, es ist auch deutlich geworden, dass wir hier schrittweise arbeiten müssen, dass das Tempo groß ist. Es gibt Potenziale, es gibt auch große Erwartungen, große Bereitschaft der Landwirte, hier etwas zu machen und sich, diesem Geschäftsfeld, diesem Betriebszweig des Naturschutz- und Klimaschutzunternehmers auch zu nähern und das aufzubauen. Wir brauchen Spielregeln dafür, um dieses machen zu können, vielleicht nicht unbedingt gesetzlich verankert, aber verbindliche Spielregeln, mit denen Landwirte und diejenigen, die diese Klimaschutzleistung finanzieren, ob es nun die Privatwirtschaft ist oder ob es die öffentliche Hand ist, damit arbeiten können. Wir wollen uns nicht verabschieden aus unserer wichtigsten Aufgabe, nämlich der
Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung, und zwar nicht nur in Menge, sondern auch zu den Standards, die wir uns hier wünschen und die wir natürlich nur mit Erzeugung am Standort Deutschland hier als Landwirtschaft erbringen können. Ja, soweit vielen Dank. Und ich will noch einen Satz hinzufügen. Der ein oder andere in der Zuschauerschaft hat gesehen, dass wir jetzt hier eine ganze Reihe von Fachforen nacheinander abgespult haben. Und das hatte einerseits technische Gründe, weil wir hier die Möglichkeit hatten, im Rahmen der IGW auf dieses Studio zuzugreifen. Ich will noch mal sagen, dass nicht nur dieses, sondern alle anderen Fachforen nach wie vor in der Konserve liegen. Also sie sind zugänglich und abrufbar auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Bauernverbandes. Wer es nicht gesehen hat oder wer noch mal was nachhören will, ist eingeladen, darauf zuzugreifen. Und ich will mich bedanken, auch bei den Zuschauern hier im Saal und draußen für die Fragen und Diskussionsbeiträge und schließe dieses Forum.